Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zum Motorsport-Manager, heute mit einer neuen Karriere. Letztes Mal haben wir ja schön mit Windsor Racing die zweite Saison abgeschlossen, haben dabei den Konstrukteurstitel geholt, den WM-Titel allerdings für den Fahrer nicht ganz. Also da sind wir nur Zweiter geworden, trotzdem, wir sind der Manager des Jahres gewesen und wir hatten den Fahrer des Jahres. Und das sind natürlich super Voraussetzungen für ein Team wie Sauber, welches in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen herumgeschwächelt ist. Und jetzt könnte es ein bisschen bergauf gehen. So, ganz kurz, Karriere mit Einführung starten habe ich aus. Ansonsten habe ich mich mal Dave Gaming genannt. Gut, das Datum, das ist das jüngste Jahr. Komm, wir nehmen mal einen richtig alten. Nee, Quatsch. Ich lasse es ja einfach so, ist mir egal. Ach komm, 94 mache ich, da bin ich geboren. Gut, ansonsten, genau, die Vorgeschichte wird wichtig. Ich nehme mal ehemaliger Fahrer, hat sowieso keinen so riesigen Effekt. Plus 30 Fahrermoral, aber das passt, glaube ich, am besten zu mir. Finanziell, gut, ich studiere VWL, aber gut, das, ob das jetzt so gut passt. Ansonsten Politiker, Unbekannter, das hatte ich ja letztes Mal. Ich nehme ehemaliger Fahrer. So groß ist der Unterschied auch nicht. So, ansonsten haben wir hier GP3, GP2 und Formel 1. Das ist nicht hundertprozentig richtig, sage ich mal, von der Anordnung her. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz cool. So, hier haben wir die verschiedenen Teams. Klingt auch eigentlich teilweise... Klingt auch eigentlich teilweise nach realen Teams. Arden zum Beispiel. Könnten die Jungs sein, die auch der Jaguar-Tuner sind. Ansonsten hier, GP2, hier wird es wieder interessanter. Da haben wir unter anderem... Ich zeige das mal ganz, ganz kurz, weil das ist eine Mod für die 2016er Saison. Kann ich auch gerne mal in die Beschreibung packen, das Ganze. Da haben wir unter anderem Manor Racing, die jetzt hier sind. Ansonsten, ich glaube, der Rest hier ist tatsächlich... Das sind nicht unbedingt die realen Namen. Doch, Art Grand Prix. Russian Time kenne ich auch, das Team. Da fährt Sirotkin nicht, der hier gehandelt wurde als großes Nachwuchstalent. Aber ey, auf jeden Fall, ihr seht, es gibt viele Teams, die real nachgebildet sind. Und ich glaube, es sollen über 700 Fahrer geben. Ansonsten, das ist unsere Klasse, die wir jetzt uns rauspicken. Das ist die Formel 1. Und da schauen wir mal sofort in die Regularien ganz kurz. So, Punkte für die Top 10. Ansonsten gibt es irgendwas... Gibt es irgendwas... Moment. Sie sind nicht so schnell wie Michelin-Reifen, halten aber wesentlich länger. Also, Michelin ist eigentlich länger haltbar. Eigentlich schon. Gut, ich wollte nur mal gucken. Ich brauche keine zwei verschiedenen Reifensätze pro Saison, pro Rennen. So, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, was wir so in der Formel 1 alles haben. Da haben wir unser Team. Achso, nee, das ist nicht unser Team. Das ist erstmal Mercedes. Dann haben wir hier Ferrari vor Red Bull. Und ich finde es halt auch ganz cool, die sind... Gut, so ein paar Schwächen gibt es da schon. Hier zum Beispiel Total mit dem Bullen, dass sich das ein bisschen überdeckt. Aber das sieht man vor allem während des Rennens nicht. KPMG und Chandon und so weiter und so fort. Die Sponsoren hier bei McLaren. Williams haben wir hier. Dann haben wir auch noch Force India, Toro Rosso, Renault, mit denen das auch eigentlich ganz interessant wäre. Haas und darüber hinaus natürlich auch Sauber. Und ja... Sauber wird dann unser Team sein, mit dem wir in die neue Saison starten wollen. Die Rennstrecken sollen tatsächlich jetzt auch die realen sein. Das schauen wir uns gleich mal an. Aber zunächst geht es, glaube ich, in ein Einführungsrennen, oder? Oder springen wir direkt ins Menü? So, erstmal der Speichervorgang, natürlich. Tatsächlich Melbourne. Bahrain, Shanghai, gut. Und mal schauen, sind alle Grand Prix vorhanden? Ja, ich denke schon. Malaysia fehlt hier noch. Also es sind nicht mehr Grand Prix, aber es sind auf jeden Fall die realen Grand Prix. Gut, sehr schön. Dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz in die Ziele hier rein. So, was ist unser Ziel hier? Sagen wir mal, wir werden Achter. Das ist mal mein großes Ziel. Sponsoren. Müssen wir uns auch nochmal anschauen. Das Budget 1,25 Millionen im Moment. Schauen wir mal bei den Mitarbeitern. York Zander, Craig Gardiner,
Jörn Becker. Ich muss leider zugeben, dass ich das Sauerpersonal nicht so gut kenne. Arthur Janosch kenne ich auch nicht. Aber Markus Eriksson und Felipe Nasa sagen uns durchaus was, ja. Wir können mal beim Scouting schauen, wen es da noch gibt. Danny Ricciardo, tatsächlich der beste Pilot schon und hat auch das meiste Potenzial. Danach Valtteri Bottas mit einem sehr hohen Potenzial. Carlos Sainz, genau wie Perez. Wo ist hier zum Beispiel Verstappen? Giovinazzi wird auch gehandelt als Newcomer, der bald sehr, sehr erfolgreich sein dürfte. Jordan King ist auch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Aber so ein paar Fahrer fehlen hier natürlich wie immer ein bisschen. Oh, Adrian Sutil. Da haben wir auch ein paar ältere Piloten jetzt tatsächlich. Zuerst müssen wir alles mal kurz überblicken. Deswegen lasse ich mir auch mal einen Moment Zeit hier. Ne? Vitoris von der DTM. Aha. Bruno Senna. Leclerc ist ein sehr, sehr starker Pilot. Ferrari-Nachwuchsfahrer. Charles Pic. David Beckham. Achso, Beckmann. Ich wollte schon sagen, Beckham. Ja, eher weniger. Aber schauen wir mal. Gut, wen haben wir hier noch so? Esteban Gutierrez. Ach, ist bei Haas noch. Okay, gut, der ist ja für 2017 leider nicht mehr beschäftigt in der Formel 1. Ja, höchstwahrscheinlich nicht, weil Manor keine Kohle hat. Leider. Gut, ansonsten Kamui Kobayashi. Definitiv, den muss ich ein bisschen... Kann ich den höher setzen? Wobei, die Fähigkeiten sind schon schwach, leider. Ja, also ein bisschen muss man da schon absehen von seinem Hype älterer Fahrer gegenüber. Lando Norris oder Lance Stroll? Lance Stroll schauen wir uns mal an. So, Lucas Di Grassi, auch ein interessanter Pilot eigentlich. Mick Schumacher. Im Moment bei Mercedes Nachwuchspilot. Der Vertrag endet dieses Jahr jedoch. Nick Heidfeld, leider ein bisschen zu alt. Nico Rosberg, der wird doch sicher nach diesem Jahr aufhören. Nicola Prost. So, Pascal Wehrlein. Im Moment bei Manor. Den könnte man sich auch nochmal anschauen. Pedro Piquet. Pierre Gasly. In der GP2 unterwegs. Auch als großes Talent gehandelt. Leo Harianto. Robert Kubica. Jawohl. Roberto Meri, eigentlich auch ganz betrachtungswürdig, sage ich mal, als Fahrer. Ah, wen haben wir noch so? Gut, Sebastian Vettel. So Kandidaten nehme ich mal nicht, weil das wäre auch in der Realität ein bisschen unrealistisch, wenn jetzt plötzlich Sebastian Vettel zu Sauber geht. Also weiß nicht, so realistisch finde ich das dann nicht. Stoffel van Dorn ist bei McLaren Honda als Nachwuchsfahrer. Vitantonio Liuzzi, Will Stevens. Vielleicht schauen wir uns nochmal Liuzzi und Stevens an. Das sind ansonsten nicht alle Fahrer. Dazu bräuchte ich, glaube ich, das beste Scouting-Büro. Und ja, ihr seht, im Moment haben wir eigentlich so gut wie gar nichts, was das hier alles angeht. Unser Hauptquartier ist ziemlich, ziemlich klein, schwach und ja, ein bisschen schade eigentlich. Aber egal, wir sind genau dafür da, damit wir sauber auf Vordermann bringen. Und ich schau mal, ja, im Moment ist das Team ziemlich gut, was die Marktfähigkeit angeht. 50% Eriksson, 82% Nasser. Und die Fahrer allgemein, glaube ich, sind ganz okay. Also die kann man sich durchaus so nochmal für diese Saison behalten. Ansonsten muss ich beim Fahrzeug mal schauen, wo ist denn das schlecht? Eieiei, wir sind in fast allem, glaube ich, die schlechtesten. Ach, hier sind wir wenigstens vor Force India. Ah, hier sind wir vor Toro Rosso. Bei Höchstgeschwindigkeit, da haben wir wenigstens den Ferrari-Motor und sind Achter. Ich bezweifle aber, dass Toro Rosso und Renault 2016 noch besser waren. Okay, insgesamt haben wir trotzdem das schlechteste Auto. Und wir schauen mal im Team. Ich würde sagen, die erste Saison bestreite ich mal so, da ändere ich nicht so viel. Da werde ich einfach durchpowern so mit dem, was wir haben. Und dann werden wir ab dem nächsten Jahr Leute abwerben, weil ich glaube, die Saison hat schon begonnen. Jetzt müsste ich auch eine Ablöse für die Leute zahlen, die dann irgendwie bei anderen Teams schon arbeiten. Aber ansonsten, ja, ab dem nächsten Jahr geht es dann richtig rund mit neuem Personal. Ross Brawn
Er ist interessiert. Okay, gut, vergesst es. Okay, also ein Comeback von Ross Brawn wird ja immer wieder spekuliert. Den könnte man sich holen. Pat Fry ansonsten auch eine Option. Boah, der ist ja auch mega gut, ne? Der ist auch megamäßig stark. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pat Simmons bei Mercedes. Paddy Lowe hat tatsächlich ein niedrigeres Potenzial im Spiel. Jackie Eckelart. Kenne ich gar nicht so wirklich. Tom Basis. Sam Michael haben wir auch. Also wir haben James Allison. Also wir haben sau viele Leute, die mega stark sind. Und ich würde sagen, da muss ich eigentlich zugreifen. Da muss man eigentlich echt zugreifen. Und deswegen nehmen wir auch Adrian Newey. Nein, Quatsch, wir nehmen Ross Brawn, würde ich sagen. Mal gucken, was für Boni der hat. Plus 5 Zuverlässigkeit für jeden Tag in der Produktion ist nicht so geil, finde ich. Fügt eine legendäre Komponente hinzu. Das ist gut. Ja, dann haben wir hier Zuverlässigkeit minus 10 plus 40 Leistung während des Rennens. Bauzeit minus 2 Tage bringt mir nicht so viel. Bauzeit minus 1 Tag. Man muss die ja nicht wählen, die Boni unbedingt, aber wäre schon ganz gut, wenn die gute Boni haben. Sofortige Verbesserung, Risikolevel minus 1. Plus 2% für jeden Tag in der Produktion an Zuverlässigkeit. Die Leistung geht hoch, die Zuverlässigkeit runter, aber allgemein halt. Bauzeit minus 2 Tage für jede investierte Million. Sind auch nicht unbedingt die krassesten Sachen immer. Sam Michael. Hat da ein paar Boni nicht. Tom Basis. James Allison. Hat nichts Legendäres, ansonsten kein Verschleiß während des ersten Rennens. Boah, das ist krass, wenn du ein neues Teil hast. Cool. Gut, ansonsten, komm, wir holen uns einfach mal Ross Brawn. Habe ich Bock drauf. Verhandlungen starten. Ansonsten, was biete ich ihm an? Natürlich muss ich ihm, glaube ich, viel Kohle anbieten. Gehalt ist ihm nicht sehr wichtig. Gut, er hat auch eigentlich ausgesorgt. Langer Vertrag gebe ich ihm gerne. Sehr, sehr gerne. Handgeld ist ihm nicht wichtig. Prämien sind ihm nicht wichtig. Dann würde ich mal sagen, für jedes Top 10 Qualifying und im Rennen gibt es für jedes Podium dann ein bisschen was. Also, gut, das ist natürlich wieder sehr, sehr wenig, aber ihr kennt ja meine Art. Ich mache irgendwas, Hauptsache, dass da was steht. Ansonsten, Banco do Brasil wird nächstes Jahr nicht mehr bei Sauber sein. NASA ist raus. Wehrlein wurde jetzt frisch bestätigt. Ansonsten, Fanreaktion von der Spiegel. Ach cool, es sind auch komplett reale Dingens hier. Kai Ebel, neuer Manager von Sauber, bekannt gegeben. So, Einstellung von Dave Gaming gemischt. Oh Gott, ja Leute, ich bin... Lasst mich ein bisschen arbeiten und dann geht das schon irgendwie. Ansonsten, der Job ist sehr sicher. Ich bin guter Dinge. Vertragsangebot Ross Brawn. Vertragsneuverhandlung. Letzte Chance. Gehalt ist mir nicht sehr wichtig, aber er möchte trotzdem ein bisschen was mehr. Gut, dann gebe ich ihm 416.000. Sicherheitshalber. Ich möchte ihn haben. Wie viel kriegt der aktuelle? Kosten pro Rennen 350.000, das ist nicht dein Ernst. 2,8 Millionen, damit ich ihn rausschmeiße. Machen wir mal. Das machen wir definitiv. So, Interviewanfrage von L'Equipe. Können wir machen. Ja, sie haben sich eine schwere Aufgabe bei ihrem ersten Job ausgesucht. Erwarten Sie, dass Sie in dieser Saison überhaupt nennenswerte Punkte holen? Ich sage Ihnen ganz klar, dass wir dieses Jahr den einen oder anderen überraschen werden. Punkte stehen definitiv auf unserer Liste. Warum ist die Moral runter? Oh Gott, von wem ich Fan bin? Zwei große Talente. Jawohl, Moral wieder hoch. Zehnter in der Teammeisterschaft. Ich glaube, das geht noch besser. Aber ich halte mich mal ein bisschen bedeckt, jetzt wo das hier... so angefragt, also so empfangen wurde, dass ich beim ersten Mal so enthusiastisch war. Wir alle kennen Sie noch als Lieblingsfahrer der Fans vor einigen Jahren. Werden Sie Ihre Talente von damals auch Ihre neue Aufgabe als Manager mitnehmen können?
Ich weiß in- und auswendig, was Rennfahrer brauchen. Ich glaube, ich schaffe das. Das ist zwar eine ganz neue Situation, aber ich weiß, dass die Fans mich unterstützen werden. Das ist die Hauptsache. Das nehme ich für die Marktfähigkeit. Oder auch nicht. Verdammt. Ja, man muss ja auch ein bisschen schauen, dass man ein bisschen Kohle ins Haus kriegt. Vor allem jetzt, wenn ich ein paar Millionen für das Dingens habe. Ein paar Millionen dafür draufgehen, dass ich den einen rausschmeiße. So, Melbourne wird bald Sache sein. Ansonsten Mitarbeiter Siebter. So viele Gebäude haben wir nicht. Das wird auch eine schwere Aufgabe sein. Ja, da, ihr seht, also wir müssen sehr, sehr viel aufbauen. Und wir haben hier ein Radrennen gehabt. Was für ein Boni gibt das hier? Marktfähigkeit plus 5, Fitness plus 1. Sehr schön. Und da kamen auch schon die ersten Sponsoren. So, hier haben wir schon drei Angebote. Weitere kommen dann nicht mehr. Siemens Royal Challenge EMC Quadrat. Gut, erstmal kurz geschaut. Banco do Brasil. 15 Rennen noch. 10.000 oder besser. Und wir kriegen 700.000. 15.000 oder besser? Nee, 10.000 oder besser. Gut, was fordern die alle? 9.000 oder besser? Gut, die Prämien sind überall niedriger. Deswegen nehme ich das einzige in Vorauszahlung. Bestätigen. Und dann nehmen wir Banco do Brasil am Anfang definitiv als Sponsor für die Grand Prix. Und Ross Brawn nimmt den Vertragsentwurf an. Und wir stellen ihn ein. Er ist neutral dem gegenüber eingestellt. Das heißt, weniger hätte ich gar nicht nehmen sollen eigentlich. Oder dürfen. So. Tschüss, mein Lieber. Tut mir leid, aber muss halt sein. Ansonsten, Ross Brawn jetzt, der das Williams-Team leitet. Oh, das ist so geil. Motorsport.com haben wir hier auch noch. Und drei Sponsorenangebote hier. Hier haben wir 2 Millionen plus 1,3 Millionen. Das sind 3,3 Millionen. Hier haben wir 1 Million. Ja, das ist eigentlich das beste Angebot. Kaspersky. Und wir sind wieder im Plus. Yes, Baby. Okay, schön. Neues Teil direkt entwickeln. Ich hab. Oh, ich hab bei dem ganzen Überspringen was vergessen. Das könnte fürs erste Rennen sehr, sehr gefährlich werden. Teile verbessern. Oh, die Zuverlässigkeit ist gut. Könnte sein, dass das in der Mod auch ein bisschen angepasst wurde, damit man hier nicht so einen mega schweren Einstieg hat. Aber so ein bisschen möchte ich trotzdem an der Zuverlässigkeit arbeiten, wo es 65% gibt. Ja, das machen wir raus. Das hier genau. Hä? Die haben beide 75, oder wie? Ah ne, okay, das ist ein Anzeigebug. Gut, dann würde ich sagen, Zuverlässigkeit ein bisschen höher. Aber die Leistung können wir auch nochmal erhöhen. Was ist denn hier gut gewesen? Der Motor. Würde ich mal sagen, arbeite ich da jetzt nicht mehr so wirklich dran. Na komm, den nehme ich raus von der Zuverlässigkeit her. So, die Leistung verbessern wir, ansonsten ein neues Teil entwickeln. Was brauchen wir dringend? Oder was, besser gefragt, kann Ross Brawn am besten? Die Aufhängung. Dann würde ich sagen, fügen wir uns dem. Kurven plus 20 oder plus 25 auf Max. Ich nehme mal, damit wir schneller gut werden, die plus 20 einfach mit. Moment, sein eigener Bonus war was nochmal? Das habe ich jetzt komplett missachtet, leider. Bauzeit minus... Ja gut. Das war die richtige Entscheidung. Was ich nochmal gern machen möchte, ist mir Rennmechaniker raussuchen. Wobei, ich glaube, da gibt's... Oh, da kocht... Doch. Da gibt's einige sehr gute. Susan Matthews ist, glaube ich, aus dem Spiel, nicht aus der Realität. So, ansonsten, er hier ist arbeitslos. Den könnte man tatsächlich kontaktieren, weil er ist jetzt schon ziemlich gut. Er ist interessiert. Wir schicken ihm schon mal ein Angebot. So, wo geht's maximal hin? Dann sagen wir mal 73.000 mit einem langen Vertrag. Handgeld ist ihm nicht so wichtig. Du kriegst trotzdem 112.500 Prämien. Ja, für die erste Startreihe und fürs Podium gibt's ein bisschen was. Wird eh nicht eintreffen erstmal. So, ansonsten...
Ich meine, man muss sich die Leute schnappen. Wenn sie schon arbeitslos sind im Moment, warum nicht? Und im Moment sind die ja auch leistungstechnisch nicht so krass. Also, ich bitte euch. Die sind jetzt auch nicht irgendwie die Überflieger. So, alle wollen einen langen Vertrag. Ich hätte gerne Handgeld, das heißt ein bisschen mehr. Ja, so viel reicht scheinbar. Hoffentlich. Gut, Prämien sind ihm nicht so wichtig. Dann machen wir das hier. So, ansonsten. Hier kriegen wir keine Vorauszahlung, deswegen lassen wir die raus. Der Prämienpool ist auch nicht ganz so gut. Okay, Banco do Brasil als unser Sponsor. Und dann freue ich mich hier auf Melbourne. Gut, das Streckenlayout hier zumindest in der Vorzeigeversion ist nicht das Richtige. Also das von Melbourne per se. Ansonsten, wir haben hier 80%, 66%, wo wir das verbessert haben hier. Okay. Haben gleichen Status beide, sind beide zufrieden. Ja, dann würde ich sagen, passt das, oder? Also, Leute, die große Herausforderung. Mit sauber erfolgreich werden. Ich glaube, das wird 2017 auch ein bisschen kritisch. Ich hoffe, dass die es irgendwie hinbekommen, auch 2017 dann erfolgreich zu werden, weil wäre schade, wenn die einen verlassen würden, aus der Formel 1 gehen würden nach mittlerweile fast 15 Jahren. 1993 den ersten Grand Prix bestritten und jetzt, ja, sind die schon seit 3-4 Jahren irgendwie finanziell total ausgebrannt. Müssen jetzt sogar die Dingens nutzen. Die Ferrari-Motoren von 2016 für die 2017er Saison. Das wird kritisch. Das wird sehr kritisch, leider. Gut, dann geben wir mal unser Bestes. Dieses Setup dürfte es hoffentlich passen. Das mache ich jetzt ein bisschen kürzer, weil es beim anderen Auto auch kürzer besser passt. Let's try it. Also verabschiedet euch von P1 bis 3, mit denen wir hier um die WM mitkämpfen konnten. Jetzt müssen wir hier erstmal überhaupt in die Punkte kommen oder in Punktenähe. Okay, und die eigenen Autos sind blau unterlegt. Oder wie? Okay, scheint bei den eigenen Autos zu sein, dass die Position hier nochmal farblich untermauert wird. Okay, so ein Ticken aggressiver muss man hier fahren. Das machen wir mal mit Ericsson. Und das Training ist länger. Das Training ist länger, was ich nicht ganz verstehe, weil ich habe, glaube ich, kürzere Sessions genommen. Okay, aber hier die echten Namen zu lesen, ist eigentlich ganz geil, tatsächlich. Kann man sich ein bisschen mehr damit identifizieren, auch wenn man hier sehr, sehr viel Spaß hatte mit den Leuten, die ja quasi vom Spiel aus drin waren. Okay, steilerer Flügel kommt sofort. Ansonsten 4 Sekunden Rückstand zu Mercedes. Mehr Trainingszeit heißt auch, dass wir bedeutend mehr Reifen verbrauchen müssten. Bedeutet aber auch, dass wir hier im Qualifying und Renntrim gut vorankommen dürften. Und der Flügel passt. Direkt 95, sehr schön. So, wie sieht's jetzt aus? Du fährst schon mal 4 Runden im Renntrim. Boah, die halten aber auch 6 bis 8 Runden nur, ne? Boah, das wird kritisch. Packen wir direkt mal neue Reifen für den Renntrim drauf. Steilerer Flügel war hier gewünscht. Tun wir.
So, dann probieren wir es so nochmal aus. Ah, dich schicke ich nochmal auf ein Qualifying-Ründchen raus. Oder auf zwei. Bin noch nicht zufrieden. 72% ist kein Wert, bei dem man sich auf die faule Haut legen kann. So, Eriksson, da ist es allgemein blau unterlegt. Aber nur anfangs, habe ich das Gefühl. Oder nur, wenn wir ihn nicht ausgewählt haben. Das wäre jetzt interessant. Bei NASA taucht das nicht auf. Bei Eriksson schon. Gut, ansonsten sind alle schon eine Runde gefahren. Und Eriksson ist auf dem 9. Platz. Das ist echt geil. Okay, die Geschwindigkeitsbalance ist schlechter. Alle fahren auf Mediums raus. Hier muss man, glaube ich, definitiv mehr die Reifen verwalten, weil die bauen echt stark ab. Könnte auch daran liegen, dass ich eine kürzere Sessionzeit eingestellt habe, damit es einfach so ein bisschen das gesamte Let's Play allgemein so ein bisschen straffer wird. Ich glaube, das tut dem Pacing ganz gut. So, NASA. Der 6. Platz ist das. Oh, und die Reifen werden jetzt... nicht mehr großartig zu verwenden sein, glaube ich. Ab jetzt heißt es... ab auf die Inters raus. 2,3 Sekunden fehlen uns hier aber nur noch. Und Eriksson möchte eine kürzere Übersetzung haben. Eine deutlich kürzere. Ihm hat das Fahrverhalten, glaube ich, nicht ganz so gut gefallen jetzt. Fragezeichen. Ist jetzt natürlich eine gute Frage, aber schauen wir mal. Wie lange soll es denn regnen? Bleibt nicht so lange nass, oder? 4 Runden auf Inters. So, sagen wir mal, dass wir so lange draußen bleiben. Ansonsten hier ein wenig mehr untersteuern. Das ist gewünscht. Die Getriebeübersetzung passt perfekt. Der Abtrieb ist wesentlich besser geworden. Ich probiere es mit noch ein bisschen weniger. Fahrverhalten ist jetzt schlechter. So, mal sehen, wie es jetzt aussieht. Den Renntrim muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen höher treiben. Die Balken gehen auch ein bisschen langsamer in die Höhe. Okay, alles scheint hier bis jetzt besser zu laufen. Warum sind die denn so ein bisschen gelb? Ach, wegen, ja, wegen dem gelben Anteil bei Red Bull, aber ich hätte eher so dunkelblau, schwarz, rot gemacht. Okay, im Moment sind beide sehr zufrieden, das freut mich. Den Renntrim kriegen wir gleich auch nochmal ein bisschen höher. Oh, und es soll wieder ein bisschen regnen. Ja, ein bisschen ist gut gesagt, wie der Balken wieder plötzlich von einer Runde oder von einer Minute in die andere
in die Höhe schießt. Das ist ja unfassbar. Reifen gut verbessert. Ist natürlich die Frage, ob ich die Reifen auch durchgehend verwenden kann. Er braucht mehr Abtrieb, Felipe Nasa. Noch mehr. Gut, ansonsten... Uiuiui, am Ende wird es ja nochmal richtig nass. Es wird hart. Gut, ich hole mal beide rein. Sehr gut. Haben wir direkt ein 100% Setup hier. 99. Ist wundervoll, wunderbar. Ja, kann man zufrieden mit sein, auf jeden Fall. Dann werde ich es jetzt mal wie folgt probieren. Nochmal die Inters oder soll ich die Wets aufziehen? Wir ziehen mal die Wets auf. Allerdings fahre ich hier im Qualifying drin. Ich möchte hier drei schnelle Runden nochmal drehen, weil Rennen auf Stufe 3 bringen wird schwer. Qualifying auf Stufe 2 geht wahrscheinlich schon eher. Ah, und hier muss ich auf jeden Fall nochmal das Setup gut überarbeiten. So, also ihm gefällt... Moment, wollte er mehr oder weniger? Er will eindeutig mehr, okay. Krass. Also gut, dann haben wir hier ein mega High Downforce Setup. So könnte man es nochmal probieren. Ich glaube, das Setup ist ziemlich gut, deswegen schicke ich ihn auch auf einen 3-Runden-Trim raus. Ja, jetzt ist es zwar gerade sehr, sehr trocken, aber gleich wird es sehr nass. Ansonsten haben wir tatsächlich eine kleine Sensation. Felipe Nasa vor Rosberg. Also ein Sauber vor einem Mercedes. Wenn das im Rennen genauso gut geht, dann bin ich happy. Ich glaube, bis jetzt gab es nur positive Rückmeldungen. Die Aufhängung fühlt sich super an, Leute. Ja, wart einfach mal ab, Markus. Bald wird es nochmal deutlich besser. Bald wird es richtig gut. So, ansonsten geht uns so ein bisschen der Sprit aus. Tatsächlich hätten wir es, glaube ich, in die Nähe geschafft von Stufe 3, wenn wir nochmal auf den Renntrim rausgegangen wären. Aber ich glaube nicht, dass wir es geschafft hätten. Also, ich glaube, die dritte Stufe war ein bisschen zu weit entfernt. Aber das ist nicht schlimm. Das war ein sehr, sehr gutes erstes Training. War schon mal aufbauend. Gutierrez und Grosjean ganz hinten mit Palmer und Button. Ja, Button und Palmer. Gut, Palmer hätte ich da irgendwo erwartet, aber Alonso auf 8. Da erwartet man einen anderen Weltmeister eigentlich nicht auf dem 20. Platz im selben Auto. Und Felipe Nasa ist jetzt auf dem 6. Platz. Auf dem 11. Marcus Ericsson. Vielleicht geht es genauso im Qualifying aus. Ich würde mich mega freuen. Das wäre der absolute Hammer. So, Reifen sehr weich, Qualifying drin. Wie sieht es hier mit der Wettervorhersage aus? Scheint erstmal nicht zu regnen. Leider konnte ich die Reifen nicht auf Stufe 3 bringen. Das ärgert mich so ein bisschen, weil es hätte mir durchaus nochmal einen ordentlichen Vorteil verschafft. So, ansonsten, das Fahrverhalten und das Fahrverhalten, beides großartig. Das heißt, hier sind wir so ein bisschen beim rechten Bereich von E.
Hier sind wir schon rechts vom R. Das heißt, so ein bisschen unterm R unmittelbar müsste man sein, damit man hier womöglich die perfekte Balance findet. So dürfte es auf jeden Fall besser werden. Gut, dann würde ich sagen, let's go. Für ein schönes Qualifying drücken wir uns mal die Daumen. Ich finde die ganzen Grafiken eigentlich auch ganz geil. 25 Minuten. Oh, da hat man ein bisschen mehr Zeit tatsächlich. Aber vielleicht habe ich ja auch die langen Sessions ausgewählt. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Mod liegt oder ob ich das jetzt war. Ich befürchte fast schon, dass ich die langen Sessions genommen habe. Das müsste ich dann ändern nach dieser Folge, weil... Spannung hin oder her. Ich glaube, wenn man es ein bisschen tatsächlich... kürzer machen kann, wäre es ein bisschen besser noch. Ansonsten auf einer schnellen Runde kann uns, glaube ich, keiner aufhalten, der auch eine schnelle Runde fährt. Das ist ein Vorteil gegenüber Windsor Racing. Da ist zum Beispiel der Ferrari. Überhitzt und perfekt. Kalt. Okay, gut. Also hier muss ich ein Momentchen früher anfangen, die Reifen zu schonen. Hier deutlich später bei NASA. Aber mal gucken, was die erste Runde bringt. Hier gibt es direkt schon Verkehr. Eriksson, 1,4 Sekunden Rückstand zu Rosberg. Bei NASA sind es 1,2. Jetzt 2,7 nach dem zweiten Sektor. Die beiden sind ähnlich schnell. Der achte Platz, aber halt auch der letzte. Und NASA eine Zehntel schneller. Gut, also so viel mehr habe ich da auch nicht verbessern können, tatsächlich vor der Saison. Und das ist quasi der Status quo jetzt von Sauber. 4 Sekunden Rückstand. Daniel Ricciardo mit einer absoluten Bestzeit. Beim Heim Grand Prix. Verstappen 4 Zehntel langsamer im Moment. Oh, und die Reifen, die bauen ja megamäßig ab. Da kannst du wirklich nur eine Qualifying-Runde mit denen fahren. Boah, das ist echt heftig. Gut, hier sind wir wieder bei großartig angekommen. Mann, was will das Spiel von mir? Das Ding ist, ich darf gar nicht so viele Qualifying-Runden fahren, ne? Ansonsten bleiben mir fürs Rennen kaum Reifen übrig, weil ich muss jetzt ja zwangsweise so ein bisschen auch auf die Supersofts gehen, weil die anderen Reifen konnte ich nicht wirklich einfahren. So, die Ferraris auf 5-6, dann eine Williams-Reihe, die Force Indias. Im Moment sieht es alles schon recht monoton aus da vorne. Eigentlich haben nur Red Bull und Mercedes keine eigene Reihe. Ah, das war ein bisschen später, glaube ich, noch als in der letzten Runde. So, und hier muss ich es später machen. Aber wobei, es war in der letzten Runde eigentlich ganz gut. Ja. Ich bin da so ein bisschen... Ich finde es komisch. Diesmal passt es bei NASA perfekt, weil ich es auch später gemacht habe. Aber bei Eriksson passt sogar noch ein Ding später, glaube ich, als in der letzten Runde. Da bekommt direkt Druck. Das ist nicht cool. Verzieh dich, du Red Bull. Das ist nicht Verstappen, ist auch nicht für Ricciardo. Das ist ein Toro Rosso. Das ist Sainz. NASA verbessert sich hier trotzdem. Wahrscheinlich hängt er ihm im Windschatten. Na komm schon, verbessere dich, mein Lieber. P17. Und jetzt wieder 18. Verdammt. Oh Gott. Da war Gutierrez 42.000stel nochmal schneller. Eriksson hat sich ja auch persönlich verbessert, aber im Moment sind die beide sehr, sehr weit entfernt. Die beiden sind echt weit weg. Oh Gott, erwartet mich das auch in meiner neuen Formel-1-Saison, wenn ich dann bei Renault durchstarte? Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe, dass es ein wenig besser wird. So, einen letzten Run kann man wagen, dafür warte ich allerdings auch nochmal ein bisschen. Felipe NASA, jetzt ist er zufrieden mit dem Setup. 99%.
Was für Trends zeichnen sich ab? Rosberg schneller als Hamilton, Red Bull, zumindest mit Ricciardo, auf Mercedes-Niveau oder im Moment sogar noch drüber. Ferrari, da ist Vettel schneller als Raikkonen, deutlich schneller. Okay, im Moment ist eigentlich nichts los. Hier könnte man echt entspannt ein, zwei Runden drehen. Merke ich mir, dass ungefähr 10 Minuten vor Schluss nichts passiert auf der Strecke. Ansonsten ist da eine Riesenlücke zwischen Raikkonen und einem Williams. Also zwischen Vettel und dem ersten Williams liegt eine Sekunde. So, und dann würde ich sagen, können wir tatsächlich hier direkt mal rausgehen mit Ericsson. Mit NASA warte ich nochmal einen kurzen Moment gleich. Aber jetzt schicken wir ihn auch raus. So, die beiden sauber mit einer One-Man-Show. Shit, da habe ich den Button nicht gefunden. Da ist mir eingefallen, der ist bei McLaren. Oh, irgendwie versemmelt es gerade extrem, ne? Aber das war, glaube ich, nicht so schlimm. Da hat er einfach nur angefangen, die Reifen jetzt zu schonen. Perfekt. Zumindest die Reifen. Sehr gut. Okay, hier habe ich leider einen Satz ein bisschen verbaselt. Gut, ich muss im Rennen wahrscheinlich eher auf Softs und Mediums nochmal umswitchen. So geht das Ganze nicht. Ich hoffe nur, dass die KI darauf getrimmt ist, auch dieses Qualifying zu fahren. Ansonsten bleiben die jetzt drin. Und in den letzten 10 Minuten passiert nichts, falls die Mod die Session einfach nur verlängert. Wäre für mich ein zentrales Argument zu sagen, okay, dann gehen wir vielleicht sogar zu der Dingens-Saison zurück. Okay, keine Verbesserung. 14. langsamer. Okay, die fahren doch nochmal raus. Ericsson im ersten Sektor persönlich verbessert. 1,4 Sekunden fast langsamer. Ja, das geht scheinbar, glaube ich, in die selbe Richtung wie die anderen Zeiten. Ja, um eine Zehntel schneller geworden. Schade. Das Sponsorenziel werden wir höchstwahrscheinlich auch nicht erfüllen. Schau mal Ricciardo zu. Also der große Preis von Australien im Moment nicht so glorreich. Und Ericsson fährt sogar noch eine Runde hinterher. Ricciardo kann sich ja auch nicht verbessern. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton haut hier nochmal einen raus. 41.000stel Vorsprung. Und Vettel vorbei an Verstappen. Das ist saustark. Und damit ein Ferrari wenigstens vor einem Red Bull. So, und dann checken wir mal die Startreihenfolge. Und diesmal schauen wir mal nicht auf die ersten Plätze, sondern auf die letzten. Also, um in die Punkte zu kommen, müssen wir erstmal Nico Hülkenberg schlagen. Also irgendeinen Force India oder irgendjemanden da vorne. Ansonsten die Toro Rosso, die McLaren, die Red, die Renault und auch die Haas. Die werden unsere Gegner sein. Hoffentlich. Hoffentlich werden wir da irgendwo den Anschluss behalten. Weil ansonsten haben wir ein Problem. Gut. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Schließen. Erstmal, ob es regnet. Scheinbar nicht. Hoffe ich. Wir müssen unser Wetterradar verbessern im Hauptquartier, damit wir hier
für mehr Minuten die Zeit vorhersehen können, wann es regnet. Okay, erstmal pushen wir natürlich wieder am Anfang des Rennens. 16 Runden ist das Rennen nur lang. Und ich denke mal Soft Soft oder Super Soft Medium, so könnte man durchfahren. Ich starte mal mit beiden Fahrzeugen auf Medium. Wechsel dann auf Super Soft. Haben die beiden irgendwelche privaten Vorteile? Nein. Also persönlichen meine ich natürlich. Gut, dann würde ich sagen, auf einen guten Start in die neue Saison. Hoffentlich schaffen wir das mit Sauber. Das wäre mega geil. Also Hamilton vor Ricciardo. Haben wir sogar den ersten Ferrari in Reihe 2 neben Rosberg. Verstappen und Raikkonen. Und dahinter ist uns schon alles bekannt. Aber die Williams starten auf Soft. Genau wie die Force Indias. Und es könnte einen kleinen Vorteil geben. Da hinten alle auf Mediums. Und die Saison beginnt. Ein guter Start von Ericsson gegen Grosjean. Vorne gab es eigentlich von allen anderen noch einen etwas besseren. Oh, die beiden Seite an Seite. Wehe, die kollidieren. Und Ericsson jetzt schon mal im Kampf um P17. Hängt sich hier außen rein. Und ganz vorne, da ist Nico Rosberg vor Vettel geblieben, tatsächlich. Und Raikkonen hat zwei Positionen verschenkt. So, auf geht's. Oh, da wird tatsächlich der nächste Haas hier überholt. Und Ericsson gegen einen McLaren Honda, das ist Alonso. Und auf der Geraden sind die nicht stark und da hat er den nächsten. Ericsson auf 15 und weiter auf dem Vormarsch. Felipe Massa verbessert sich jetzt auf 19 wieder. Er muss gegen Grosjean kämpfen. Ericsson mit der deutlich besseren Rennpace zumindest. Wir kommen immer näher. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar, wie das Rennen hier verläuft. Denn wir haben Mediums. Wir haben viele Fahrzeuge, Softs. Und solange wir hier nicht einen zu großen Abstand haben, schauen wir mal zu Kwiat zum ersten Punkteplatz. Da sind es 6 Sekunden im Moment. Solange haben wir noch Chancen. Chancen auf ein Debüt mit Pünktchen. Sieben Zehntel der Rückstand zu Palmer. Also im Moment sind wir unter der Zielvorgabe des Sponsors, aber ich glaube, das ist auch eigentlich logisch, einfach nur, weil ja, es ist halt schon ein recht happiges Ziel. Lewis Hamilton hier aber mega dominant, Ricciardo unter Druck gesetzt von Rosberg. Dahinter hält sich Vettel wacker gegen Verstappen. Ja, doch schon mit einem Sicherheitsabstand von fast 2 Sekunden und Raikkonen immerhin wieder mal auf 7 vorgekommen. Bei uns, da wird es jetzt spannend mit den beiden McLaren. Hinten ist Nasser im Zweikampf jetzt gegen Grosjean. Gutierrez konnte er abwimmeln. Und hier konnte Palmer sich ein bisschen absetzen. Er hat jetzt den Motor ein bisschen hochgefahren. Okay, wir haben jetzt schon 5 Runden oder erst 5 Runden tatsächlich. Die Reifen schmelzen einfach nur so dahin, ne? Das ist schlimm. Die vorne konnten jetzt auch nur maximal 6 Runden fahren. Ich glaube, die fahren jetzt alle auf Mediums weiter. Ja, Tatsache. Mal schauen, ob Supersoft Medium bei denen funktioniert, denn bei mir zweifle ich gerade so ein bisschen dran, dass die Jungs hier durchfahren können. Ich glaube, da habe ich am Anfang zu stark gepusht. Okay, eine Runde fahren wir noch. 8 Runden haben wir jetzt.
Oh, da ist ein Ferrari an der Box gewesen, oder? Raikkonen. Okay, Eriksson, ab an die Box mit dir hier. Raikkonen auf dem Soft unterwegs. Soll ich auf Mediums oder auf Softs gehen? Ich gehe auf Mediums. Ich bin mal in dem Rennen ein kleiner Schisser jetzt. Und, oh, ja, falsche Taste. Und hau mir mal die Mediums rein. Einfach, weil ich glaube, dass es sonst zu hart wird. Und bei NASA, gut, muss ich eigentlich schon ein kleines Risiko eingehen, weil der ist ja sehr weit zurückgefallen im Vergleich zu Eriksson auch. Ja gut, es sind zwar nicht so viele Sekunden, aber es sind zwei Fahrzeuge dazwischen im Moment. So, jetzt beide an der Box. Nein, jetzt muss er auch noch warten. Ja, stimmt. Man kann nicht beide Fahrzeuge gleichzeitig an die Box holen und betanken und wechseln. Ja, das war mein Fehler, Philippe. Tut mir leid. So, vielleicht könnte ich aber hier mit dem Softreifen bei NASA doch noch was reißen. Wäre gut, wenn es so wäre. Ansonsten so jemand wie Palmer ist auch schon in der Box gewesen, hat 2,5 Sekunden Vorsprung zu Eriksson. Ja, das Getriebe bei NASA macht auch schon ein paar Probleme. Grosjean jetzt auf den 19. Platz zurückgefallen. Hat allerdings Supersofts. Perez mit einer neuen Bestzeit im zweiten Sektor. Okay, gut, der fährt aber auch Supersoft aktuell. Die schnellste Rennrunde ist er gefahren. Schön. Gutierrez und Button. Kriegen wir die beiden? Ja, gerade so. Gerade so, aber es hat funktioniert. NASA sogar vorbei an Gutierrez, trotz verbocktem Stop. So, und das Ding ist, eigentlich muss ich hier mit beiden nochmal mega pushen, weil die Reifen sonst kalt sind. Ich habe das Gefühl, mit zusätzlicher Bodenhaftung, dass man da auch tatsächlich den Reifenabtrieb Abrieb ein bisschen regulieren kann. Okay, Eriksson, komm schon. 4 Sekunden nur noch. P15 sollte doch noch drin sein, oder? Hamilton hat sogar noch einen Boxenstopp eingelegt. Also Supersoft Medium scheint hier eventuell nicht so gut zu halten, zumindest bei ihm. Und das Getriebe bei beiden Fahrzeugen nicht mehr so gut. Wir warten noch. Wenn ich ihn jetzt reinhole, dann fällt er einfach aus dem Rennen raus. Dann war's das. Was sagen eure Reifen? Wollt ihr reinkommen oder bleibt ihr draußen? Wäre ganz cool, wenn ihr Mercedes ein paar Pünktchen wegnehmt. Ricardo wird das wahrscheinlich gelingen. Vettel hat einen kritischeren Reifenzustand aktuell. Und hier. Ah Gott, ich muss jetzt Benzin sparen. Das ist aber auch krass, ne? Ich bin rundenlang auf hoch gefahren und habe da keine Benzinveränderung gesehen bei dieser Anzeige, die jetzt rot ist. Und jetzt bin ich mal 2-3 Runden auf voller Motorlast gefahren und da geht die Benzinanzeige plötzlich mega krass runter. Verdammt, da geht doch nichts. Jetzt muss ich halt bei beiden Autos mega Benzin sparen. P16 und 19. So sieht's aus. Und Ricardo holt sich hier tatsächlich den Auftaktsieg. Lewis Hamilton wird Zweiter. Vettel auf dem 3. Platz vor Nico Rosberg. Sogar noch ziemlich deutlich. Dann Perez mit einem mega guten Rennen. Mega geile Strategie. Und Raikkonen aus den Punkten rausgefallen.
Ja, und wir haben P16 und 19 wenigstens nochmal retten können. Tatsächlich. Also, wurde am Ende nochmal knapp. P15 war in Reichweite, aber ja, da musste ich nochmal 2-3 Runden den Schongang einlegen und dann war's das auch. Ansonsten fällt mir auf, so ein bisschen Reifenschonen kann doch helfen. Vielleicht sollte ich das machen. Bin aber auch jetzt nicht irgendwie enttäuscht. Ich glaube, dass man hier durchaus nochmal gut weitermachen kann und das Team wieder aufbauen kann. Ich meine, das ist ja auch die Aufgabe. Das ist die Herausforderung, dass man das Team hier irgendwie nach vorne bekommt. Und drei Dinge im Leben sind unausweichlich. Der Tod, Steuern und das Versagen von McLaren. Das ist, oh Gott, das ist ein super Satz. Das ist ein super Satz, den muss man sich eigentlich einrahmen. Ja, ansonsten, weiß nicht. Das ist ja auch die Herausforderung. Und ich bin jetzt irgendwie nicht enttäuscht oder so. Ist halt so ein erstes Rennen mit Sauber und so viel konnte ich ja auch noch nicht beeinflussen. Also ich bin zuversichtlich. Die Moral geht auch trotzdem noch hoch. Finde ich cool. Verstehe aber nicht warum. Tatsächlich. Und wir haben 2 Millionen in diesem Rennen eingenommen. Was ist da denn passiert? Ist das euer Ernst? 2 Millionen? Für was denn? Ich habe keine Ahnung. Gut, Susi Wolf haut hier tatsächlich einen Zeitungsbericht raus. Wusste gar nicht, dass sie tatsächlich dann auch Journalistin geworden ist später. Gut, Ricardo überrollt die Konkurrenz. Ja. Aber das Interview hier nehmen wir natürlich an. Das schien ein sehr interessantes Testwochenende für Marcus Ericsson zu sein. Ja, ich übernehme die Verantwortung, das waren meine Strategiefehler. Seine Moral geht noch nicht mal hoch, du Mistkerl. NASA hatte Probleme und kam nur auf den 19. Platz. Ja, seine Moral steigert sich wenigstens. Gut, ansonsten haben wir bald neue Teile. Sponsorenangebote gibt es auch schon. P3 oder besser, ja, ja, klar. DHL könnte ich mir dazu packen, die geben wenigstens eine kleine Vorauszahlung dazu. So, und die Aufhängung ist fertig. Viel, viel besser als die bisherigen. Wahnsinn. Wütend. Jetzt ist er zufrieden. Sehr gut. Ja, dann würde ich mal sagen, Teile verbessern. Leute, es gibt was Neues zu tun. So, bitte hier erstmal die Aufhängung verbessern. Schicke ich auch mal alle hier rüber. Weil, dass man das erstmal lauffähig bekommt, ist, denke ich mal, das Wichtigste. Das Teil. Und ich werde es jetzt auch nicht so machen wie in der letzten Saison, dass ich irgendwie komplett durchentwickle und so ein bisschen mal und ja, dann sage, okay, wir nutzen dieses Teil irgendwann mal oder wir überspringen dieses Teil mal und nutzen das nächste. Ich meine jetzt hinsichtlich der Verbesserung. Ich könnte jetzt auch genauso gut sagen, okay, wir bauen eine großartige Aufhängung und verbessern die hier in der Zuverlässigkeit nicht und nutzen die Aufhängung nicht. Es ist schon wichtig, die zu nutzen, weil es bringt uns allein jetzt schon 60, 70 Punkte. Und ich schaue jetzt immer nochmal, was für den nächsten Grand Prix wichtig ist. Was kann Ross Brawn mit am stärksten? Also die Aufhängung hatten wir. Ansonsten, eigentlich ist er überall super. Also ich baue jetzt einen neuen Motor, in Anführungszeichen. Wir kaufen ja eigentlich von Ferrari ein, aber wir verbessern den Motor. So, Höchstgeschwindigkeit plus 10, Zuverlässigkeit plus 10. Das wäre sowas, was man in sauber Situation tatsächlich gut gebrauchen könnte, weil plus 25 könnte ich auch machen. Bringt mir aber erstmal wenig, weil ich muss das Potenzial da nochmal ausreizen. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen Entwicklungszeit reinstecken. Moment, wie sieht's hier aus? 716 und 15. Der hier hätte 733, 741. Das ist gut. Also schon mal eine Steigerung von so 17 Punkten oder so. Das Ding ist, wenn ich hier das plus 25 auf Max nehme, muss ich zum einen die Arbeiter da reinstecken, damit die das verbessern. Und darüber hinaus müssten die ja noch nicht nur das verbessern,
sondern sie müssten auch die Zuverlässigkeit außer Acht lassen. Was natürlich den negativen Effekt hat, dass ich das Teil erst später verwenden kann. Deswegen ist das eigentlich ganz gut. So. Schauen wir nochmal. Was haben wir hier? 3 Angebote hier verfügbar. Gut, das muss ich halt annehmen. Das ist aber auch ein bisschen Kohle. Das ist eigentlich ganz gut immer. Genau, 250.000 pro Rennen. Ihr könnt mich mal. Und hier haben wir ein Vertragsangebot. Angenommen. Finde ich gut. Können wir direkt einstellen eigentlich. Statt Jörn Becker. Falls die realen Sauerjungs mal zuschauen sollten. Sorry, aber... Das ist Spielelogik, da muss man darauf achten. Super Überholmodus. Mehr Leistung, höherer Benzinverbrauch und höhere Verschleißrate. Geil. Okay, sehr gut. Ja, man muss auch ein bisschen im Spielgedanken stecken. Die gucken natürlich eh nicht zu, aber... War einfach nur als Joke gemeint. So, das Angebot wurde auch angenommen. Zu den Finanzen. Zack. Jetzt sind wir im Minus mal wieder. Ja, das haben wir bei Windsor ja sehr, sehr oft gehabt. Aber ich find's gut. Ich find's gut und wichtig. Und jetzt schauen wir mal bei Fahrern. Wer ist in wem hier zugeordnet? Okay, gut. Finde ich okay. 87% Marktfähigkeit und 50. Mal schauen, wie sieht's denn eigentlich bei den Fahrern hier aus? 100%? Okay. Lewis Hamilton und Alonso sicher... Ja, Alonso nur 66 tatsächlich. Ich wollte sagen, die beiden sind wahrscheinlich auch in dem Bereich. Bottas hat 0. Button hat 90. Mehr als Alonso. Sainz 43. Wäre cool, wenn sich das im Laufe der Karriere auch endgültig verändern könnte, weil im Moment habe ich das Gefühl, dass sich das so ein bisschen zwar verändert immer, aber nur zeitweise, wenn jemand eine neue Frisur hat oder so. Und es wäre halt cool, wenn irgendwie... Keine Ahnung, so ein WM-Titel oder so. Vielleicht ist es auch so, aber keine Ahnung, so ein Vizetitel auch, dass das einen langfristig halt verbessert. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Nico Hülkenberg, hier ist er tatsächlich marktfähig und er ist auch nicht hässlich. Finde ich gut, weil, keine Ahnung, das über Nico Hülkenberg zu sagen, finde ich ein bisschen schwach. So, ansonsten, Pauly Wrestler zum Beispiel gibt es hier auch. Okay. Marktfähigkeit 8%. Könnte einer der Gründe sein, warum er raus ist. Magnussen bei 43. Felipe Massa bei 76. Giovinazzi bei 13. Okay. Interessant. Interessant, das zu beobachten. Haben wir Max Verstappen hier irgendwo? Ne, da muss ich mal nach Nationalität sortieren. Und dann geht's ab zur Niederlande. Moment, ich bin zu weit. Moment, hier gab es irgendwo... Voll irritierend, wenn 4 verschiedene Nationalitäten auf einem Bildschirm sind oder sogar 5. Moment, Netherlands ist dann... Hier, da haben wir's. Max Verstappen. Ja, Marktfähigkeit, keine Details. Schade. Muss man scouten. Okay, Leute, damit haben wir 2 Rennmechaniker, aber das Geld kriegen wir sowieso wieder eingespielt. Sauber scheint mega viel Kohle zu haben zur Verfügung. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist richtig, richtig geil. Ansonsten hier schauen wir nochmal 15 Rennen. Insgesamt kämen wir bei 15 Rennen auf einen Gesamtwert von 2,5 Millionen plus nochmal 1,25. Fast 5 Millionen. Hier kommen wir bei 11 Rennen auf 4,4 Millionen und das klingt super. Deswegen nehmen wir Jack & Jones als neuen Sponsor an. Und die Daily Mail schreibt schon mal eine Voraussicht, einen Vorausblick auf den nächsten Grand Prix. Schauen wir mal, wie sieht es hier von der Aufhängung her aus. Sind wir immer noch 10. Aber wir haben uns verbessert. Der Balken ist hochgegangen. Beim Motor sind wir 8. 10. 10. 10. 10. Also... Um Himmels Willen, wir haben im Moment das mit Abstand schlechteste Auto. Da kann man auch nichts dran ändern, großartig. So, zum Glück kann ich die Aufhängung hier verwenden. Das ist halt wirklich toll. Denn jetzt kann wenigstens hier
der gute Marcus Ericsson, mit einer etwas schnelleren Performance unterwegs sein. Und ich hoffe, dass ich im Laufe der Saison beiden Fahrern was bieten kann. Wäre auf jeden Fall super. Ja, Leute, das war der Einstieg in die neue Saison hier beim Motorsport Manager mit Sauber. Und gut, Punkte wurden es leider nicht, aber es war auch eigentlich abzusehen. Nach dem ersten Rennen hat jedoch Daniel Ricciardo die Führung. Das war nicht abzusehen, finde ich. Nico Rosberg nicht mal mit einem Podiumsplatz. Also Mercedes hat sich da so ein bisschen verzettelt mit der Strategie. Sergio Perez mit einem unfassbar krassen Rennen. Verstappen im Hinblick aufs Ergebnis von Ricciardo ist es enttäuschend. Die beiden Williams haben gepunktet. Ich glaube, das ist eigentlich ganz souverän. Und Raikkonen hat megamäßig enttäuscht. Ja, und McLaren auch irgendwie. Die habe ich auch stärker eingeschätzt. Aber gut, nächstes Mal geht es dann weiter mit Bahrain. 15 Runden hier in der Wüste und vielleicht sind wir gut unterwegs. Ich glaube aber, das braucht noch ein paar Rennen. Aber ey, wir haben Ross Brawn, wir haben zwei, drei Leute und so, die ziemlich, ziemlich stark sind. Auch die Rennmechaniker, die ein gutes Potenzial haben für die nächsten Jahre. Ich denke schon, dass man da was draus machen kann. Ansonsten könnte ich nochmal das Hauptquartier ein bisschen aufrüsten. Könnt ihr vielleicht zum Beispiel den Simulator bauen. Was ich auch machen. Warum nicht? Oder das Besucherzentrum, Wetterzentrum. Nee, im Moment baue ich noch nichts. Ich versuche mal, mir selbst so eine Marke zu stellen, dass ich selten unter die 4 Millionen Minus komme. Aber ansonsten, eine Sache wollte ich noch anpassen. Genau, Finanzen, Budget fürs Auto im kommenden Jahr. 1 Million pro Rennen. Okay, dann hätten wir 16 Millionen oder so, 15 Millionen fürs nächstjährige Auto. Ist schon mal ein guter Wert. Ist schon mal ganz gut. Und die 2,5 Millionen, die wir pro Rennen bekommen, minus die 360.000, ist eigentlich auch cool. Aber ich verstehe das nicht ganz. Moment, Achso, das ist unser aktuelles Budget. Ich wollte schon sagen, damit käme man rechnerisch nicht hin, weil Ross Brawn allein schon mehr kriegt. Aber hey Leute, ich denke, das passt im Moment alles. Ist wunderbar. Das Team ist aufgebaut, aufgestellt für 2016 und wir können ein bisschen früher als das reale Sauber-Team mit ein bisschen flüssigeren Geldmitteln hier arbeiten und versuchen, uns wieder nach vorne zu schlagen. Und ich denke, das wird funktionieren. Ich denke, ihr solltet auch dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es zu dem großen Wiederaufstieg vom Sauber-Team geht. Und bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein!